Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei LevisK1210. Ich begrüße euch zu einem Unboxing. Heute packe ich das Spiel The Ninja Saviors Return of the Warriors aus. Das ist ganz frisch erschienen. Heute ist es rausgekommen und ich habe es mir schon vorbestellt bei Amazon. Und heute ist es angekommen am Release-Tag, Freunde. Ja, was ist das für ein Spiel? Das ist wieder so ein Retro-Spiel, was remastert wurde. Und zwar das Spiel Ninja Warriors vom Super NES wurde hier nochmal neu aufgelegt. Genauso wie bei Wild Gun Reloaded, was ich ja auch ausgepackt habe, ist dieses Spiel, es geht um Ninjas halt, ne? Es ist ein Zwei-Player, man kann es als Zwei-Player-Koop zocken. Es gibt ein Online-Ranking, zwei komplett neue Charaktere sind enthalten, von insgesamt 5 Charaktere. 8 Level sind dabei und 16:9 Widescreen in HD und mit neuen Animationen ausgestattet. Ja, das ist ein Spiel, was einen Retro-Zocker wie mir doch sehr gefällt. Deshalb musste ich mir das einfach holen. Das Game gibt es übrigens auch für die Nintendo Switch, falls ihr lieber die Nintendo-Konsole bevorzugt. Kostet so 29,99, Freunde. Und ich denke, für so ein Game ist das auf jeden Fall gerecht. Ja, hier sehen wir das schöne Cover. So sieht es von der Seite aus. Ich habe Ninja Warriors noch nicht gezockt auf dem Super NES, aber würde ich gerne zocken, Freunde. Jo, da sehen wir schöne Bilder aus dem Game. Ihr seht, es ist Super NES-Grafik. Es soll die Fortsetzung zu Ninja Warriors sein. Es kann auch ein Remastered sein. Mal schauen. Gut, ich habe den Ninja Warriors nicht gezockt, deshalb kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr retro aus. So, 5 Androiden ausgestattet mit den sagenumwobenen Fähigkeiten der Ninja Saviors sind die letzte Hoffnung der Menschheit im Kampf gegen den Tyrannen Bangla. Mit stählernen Körpern und den Waffen der Ninja-Kämpfer verwandeln sich in wütende Tornados, die durch die gegnerische Reihen fegen. Keine Emotionen, ein Ziel, alle Feinde vernichten. Ja, Freunde, ihr wisst ja, damals waren ja diese Ninja-Filme sehr berühmt. Habe ich immer gerne geschaut. Da gibt es so einen bestimmten Ninja-Film, den ich sehr, sehr gerne mag. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber ich habe den auch ausgepackt im Kanal. Ja, 1 bis 2 Spieler kann man zocken, mindestens 435 Megabyte. Ja, das ist natürlich klar bei dieser Grafik. HD-Videoausgang 720p, 1080i oder 1080p unterstützt die Remote Play von der PS Vita. So, Freunde des Ninja-Kults, sage ich mal. Jetzt packe ich es mal aus. Ganz fresh ausgepackt. Na? Jetzt habe ich die Schlaufe. So. Geschmeidig wie der schwarze Ninja in der Nacht ist die Folie ab. Und da schauen wir mal. Oh, da ist was drin, Freunde. So sieht die Disc aus. Hat ein ziemlich cooles... Oh, schaut euch das mal an, Freunde, was hier alles drin ist. Wow, Leute, Leute, Leute. Also erstmal dieses wunderschöne Innencover. Das kann man sich ja umdrehen und so verwenden. Also wow, das sieht richtig nice aus, Freunde. Ich finde das Cover sogar besser als das eigentliche Cover, was vorne drauf ist. Wunderbar. Leute, Leute, schaut euch das mal an. Und es riecht so fresh, Freunde. Mmh. Ja, liebt ihr es auch? So der frische Duft von neu geöffneten Spielen. Ja, wunderbar. Also das Cover, das Inlay-Cover gefällt mir schon mal sehr gut. So, was haben wir denn noch hier drin? Also das ist das eigentliche Cover, was auch sehr schön ist. Ja, aber das Innencover ist einfach der Hammer.
Dann haben wir hier so ein Blättchen mit so, ja, nichts Besonderes. Aber dann, Leute, es ist ein Poster drin. Ich denke, jetzt zahlt sich das aus, das Game gekauft zu haben. Ich habe das zum ersten Mal bei PlayAsia gesehen. Wollte es mir fast da bestellen, aber dann gesehen, dass Amazon das auch Vorbestellung anbietet. Und dann habe ich dann direkt da gekauft, Freunde. Das Poster vom Cover kann man sich schön einrahmen und an die Wand klatschen. Wunderschön. Und drei schöne Sticker. Return of the Warriors Ninja Saviors. Ich sag mal Survivors, aber Saviors. Nice. Coole Sticker und ein schönes Booklet oder Manual. Das haben wir ja auch selten bei PlayStation-Spielen. Oh, geil. Das ist alles in Englisch gehalten, also zumindest der erste Teil. Ja. Hier wird alles erklärt. Hier sind die Kämpfer. Five Murder Machines assigned for the missions. Kunduchi, Ninja, Kamachi, Yaksha und Raiden. Welche sind jetzt neu? Welche sind jetzt in Ninjaverse enthalten? Gut, weiß ich jetzt nicht, aber hier sind die Moves. Alle beschrieben. Toll. Was ist das? Ganz schwarz, black. Ach so, das war Englisch. Jetzt kommen wir auf Deutsch. Die einst große und wohlhabende Nation befand sich inmitten einer schrecklichen Krise. Mit seinen Streitkräften versetzte der Tyrann Bangla die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Die Menschen verloren die Fähigkeiten, für sich selbst zu denken, und die Gesellschaft stand vor dem Abgrund. Finsternis zog über die einzige Wirtschaftsmacht. Und so weiter und so fort. Den Rest könnt ihr dann lesen, wenn ihr Pause drückt oder ihr das Game holt. Wunderbar. Und das Ganze nochmal in, ja, die haben so eine Beschreibung in Deutsch gepackt, aber die Beschreibung der Charaktere ist alles auf Englisch. Das hätten sie auch in Deutsch übersetzen können. Das sind die Charaktere, Freunde. Und die Moves sind aber dann nochmal in Deutsch. Also ihr hört das Kleben des Papiers, so ganz frisch, erst neu aufgemacht. Und dann Französisch und andere Sprachen halt. Und da hinten haben wir noch so einen schönen Charakter. Ja, Leute, ich bin begeistert von dem Spiel. Also jetzt schon begeistert. Da werde ich sicher ein Levis-Zock-Video dazu machen. Und ich freue mich als Super-NS-Zocker. So ein Spiel, dass die sowas rausbringen, finde ich sehr nice. Und ich bekomme nicht genug von dem Inlay-Cover, Freunde. Ist richtig schön gemacht. Doch. Also, wer hat das rausgebracht hier? Taito. Und diese halt. Diese Labels, die haben es rausgebracht, Freunde. Ja, schön. Schöner Release. Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ich sage bis demnächst. Bye, bye.